Hallo meine lieben Lernsnacker, schön, dass ihr reinschaut. Heute geht es um das Thema ZPC 2021, Mathe, Prüfungsteil 1. Und jetzt werden einige von euch sagen, ja Moment, der hat ja schon ein Video zu Prüfungsteil 1 gemacht. Das stimmt auch und das verlinke ich auch gerne nochmal unten. Aber es gab in der ZPC 2021 Mathe, MSA, Prüfungsteil 1, zwei Prüfungsteile 1. Deshalb habe ich hier auch einen V2 hingeschrieben. Bestand aus 5 Aufgaben, die möchte ich euch heute mal vorstellen. Ihr hattet erstmal Aufgabe 1, Schätzen. Da hattet ihr ein Insektenhotel in 3 Teile untergliedert, die ungefähr gleich groß waren. Und jetzt hatte man 2 Möglichkeiten im Prinzip. Erstmal konntet ihr hingehen und konntet sagen, okay, ich rechne 23 mal 13. Das sind ungefähr 299. Das sind ja ungefähr Angaben, ne? Ihr habt ja nicht alles genau gezählt. Darum geht es auch, dass ihr halt eben nicht jede einzelne Röhre zählt, sondern dass ihr halt eben ungefähr schätzt und zeigt, dass ihr eine Strategie habt, wie ihr das machen könnt. Und dann hattet ihr die Möglichkeit, dadurch, dass es ja 3 gleich große oder ungefähr gleich große Felder waren, dass ihr hingegangen seid und ihr habt 1 von den Feldern gezählt. Ich habe jetzt hier das rechte Mal gezählt, das waren 9 mal 12 und das sind 108. So, und wenn ihr dann das Ganze mal 3 rechnet, dann kommt ihr auf 324. Das heißt also, wenn ihr ungefähr zwischen 300 und 330 hattet, dann wart ihr damit auf der sicheren Seite. Erste Aufgabe, schnell erledigt. Zweite Aufgabe, ordnen. 3 verschiedene Zahlformate. Ihr hattet einmal Brüche, dann hattet ihr Dezimalzahlen und ihr hattet eine Potenz. Die Potenz und den Bruch habe ich umgerechnet. Also 2 Zehntel sind 0,2 und 10 hoch minus 1 ist gleich 0,1. So, und dann konntet ihr im Prinzip schon ablesen. 0,2, 0,15, 0,1, 0,05. Und jetzt solltet ihr das Ganze in der Reihenfolge vom kleinsten zum größten aufschreiben. Das heißt also 0,05 ist kleiner als 0,1, ist kleiner als 0,15. Ist kleiner als 0,2. Wichtig ist, dass ihr immer genau lest, was die von euch wollen. In dem Fall sortieren der Größe nach von kleiner nach größer. Jetzt hattet ihr eine Aufgabe, da ging es darum, dass irgendein Gärtner oder Bauer einen LKW kauft und dieser LKW hat eine Ladefläche, die quaderförmig ist, so wie hier eben gezeichnet. Die Maße wurden euch angegeben. Das waren die Maße der Innenseiten jeweils. Und ihr solltet erstmal das Volumen berechnen. Das Volumen berechnen heißt ja im Prinzip, dass ihr Länge mal Breite mal Höhe berechnet. Das heißt also im Prinzip, ihr berechnet V gleich 0,4 mal 2,88 mal 1,94 und bekommt dann raus ungefähr gerundet 2,23 Meter hoch 3. Das war jetzt noch relativ einfach. Etwas schwieriger wurde es dann bei der zweiten Aufgabe oder bei der zweiten Teilaufgabe. Dieser Mensch wollte die Ladefläche von innen nochmal neu lackieren. Diese Seite, diese Seite, diese Seite von innen, diese Seite und dann noch den Boden. Gibt ja keine Decke, deshalb fällt die weg. Das muss man sich dann halt eben vor Augen führen und dann hat man halt eben gerechnet, die Oberfläche, die zu lackieren ist, ist gleich 1,94 mal 2,88, das ist die türkisfarbene Fläche, zweimal die Fläche, die jetzt so ein bisschen rotfarben aussieht, das heißt also plus 2 mal 0,4 mal 2,88 und dann habt ihr noch zweimal die gelbfarbene Fläche plus 2 mal 0,4 mal 1,94. Das sind ungefähr 9,44 Meter Quadrat. Und jetzt war die Aufgabe dann noch, pro angefangenen Quadratmeter bezahlt man 39 Euro. Im Prinzip 10 Quadratmeter, die der Mensch bezahlen muss, also 10 mal 39 Euro. Das heißt also, die Lackierung kostet
390 Euro. Dann noch einen schönen Antwortsatz hinterschreiben und ihr seid fertig. Jetzt ging es um lineare Gleichungssysteme. Wie ihr das macht mit dem Einsetzungsverfahren, Additionsverfahren oder Gleichsetzungsverfahren, ist euch im Prinzip überlassen. In dem Fall bietet sich natürlich an, dass man das Additionsverfahren verwendet, weil ihr habt hier 4y und minus 4y. Das heißt also, ihr konntet einfach die miteinander addieren und dadurch sind die 4y weggefallen. 1 plus 2. Dann habt ihr 8x gleich minus 24. Dann teilt ihr durch 8x gleich minus 3. Jetzt setzt ihr das in eine der beiden Gleichungen ein. Dann sind das also 2 mal minus 3 plus 4y gleich 2. Jetzt vereinfache ich das. Minus 6 plus 4y gleich 2. Ich rechne plus 6. 4y gleich 8 geteilt durch 4y gleich 2. Fertig. Nächste Aufgabe, da musste man ein bisschen überlegen. Oder eigentlich auch nicht. Man muss sich einfach überlegen, wann hat ein LGS keine Lösung? Und wenn ihr euch das anschaut, ein LGS hat keine Lösung, wenn es keinen Schnittpunkt gibt. So. Wann haben zwei Geraden keinen Schnittpunkt? Wenn sie parallel verlaufen. Wie verlaufen zwei Geraden parallel? Wenn sie die gleiche Steigung haben. So. Das heißt, also im Prinzip hättet ihr einfach hinschreiben können, 3x minus 7 und y ist gleich 3x plus 5, dann hätten die beiden keine Schnittpunkte gehabt und wären deshalb halt eben parallel gewesen und deshalb wärt ihr schon fertig. Also hätte man noch nicht mal drüber nachdenken müssen. Das geht natürlich nicht so schnell in der ZP10. Also macht euch deswegen keinen Stress. Jetzt kommen wir zu der Horroraufgabe für die meisten Schüler, würde ich jetzt fast mal denken, nämlich Tabellenkalkulation. Ich mag das, aber nicht jeder mag das. Und ich bin auch Informatiklehrer, von daher sollte ich das mögen. So, ihr habt hier halt eben einen Ausschnitt von einer Tabelle und ihr seht erstmal, hier sind Felder, die sind noch nicht ausgerechnet. Das ist natürlich dann immer eine tolle Aufgabe, wie man die ausrechnet. Deshalb war auch die erste Teilaufgabe, ergänze die Felder C4 und D4. So. Ist im Prinzip ja nicht schwer. Ihr müsst euch erstmal angucken, was ist wo. Und ihr seht dann, aha, hier ist der Preis ohne Mehrwertsteuer. Hier ist der Preis mit 19% Mehrwertsteuer und hier ist der Preis mit 16% Mehrwertsteuer. Das heißt, im Prinzip müsst ihr hingehen und sagen, okay, ich rechne also hier diese 33,57 Euro mal 1,19 und bekomme dann meine erste Lösung, 39,95 Euro. Und im zweiten Fall bei den 16%, da rechnet ihr mal 1,16. Da kommt ihr auf 38,94 Euro. Jetzt könnt ihr das mal überprüfen. Hier ist die Ersparnis eingetragen und tatsächlich ist die Ersparnis 1 Euro und 1 Cent. So, welche Zelle wird berechnet mit der Formel B3? Das ist die hier, B3 mal 1,19 minus B3 mal 1,16. Diese Zelle hier ist ja B3 mal 1,19. Diese Zelle ist B3 mal 1,16. Das heißt also, im Prinzip ist die Differenz von dem Preis mit 19% Mehrwertsteuer und dem Preis mit 16% Mehrwertsteuer. Und das entspricht der Ersparnis, also der Zelle E3. Das hätte gereicht. Jetzt solltet ihr in der Aufgabe C erklären, warum trotz einer Mehrwertsteuersenkung von 3% die Ersparnis in diesem Fall hier, in diesem Beispiel, nicht auch 3% ist.
Da konnte man sich die Werte nehmen, die hier in der Tabelle drin sind. Also 13,95 Euro und 35 Cent. Und da musstet ihr im Prinzip überprüfen, wenn ich jetzt also 3% Mehrwertsteuersenkung habe, dann spare ich ja 35 Cent. Aber sind das denn wirklich 3% Ersparnis? Ja, im Prinzip kann das ja nicht sein, dass ihr wirklich 3% spart, sondern im Prinzip spart ihr von diesen 19%, die ihr zu dem eigentlichen Preis obendrauf zahlt, 3%. Mit der Formel 0,35 mal 100% geteilt durch 13,95 kommt ihr dann auf ungefähr 2,5%. Und das ist halt eben weniger als 3%. Ihr spart zwar immerhin 2,5%, aber ihr spart halt eben nicht wirklich 3%, weil die Mehrwertsteuersenkung von 3% hat eben nicht bedeutet, dass ihr wirklich 3% spart, sondern halt eben nur in dem Fall 2,5%. Und das war schon der erste Prüfungsteil, Version 2. Ich danke dir erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid gesund und euch geht's gut. Für die, die in diesem Schuljahr ZP10 schreiben, schreibt mir doch mal einen Kommentar unter das Video, ob es euch geholfen hat. Und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Lernsnack. Auf Wiedersehen.